guten Morgen und herzlich willkommen zu einem schiefen neuen Vlog. Es ist der letzte Vlog, bevor irgendwelche, sagen wir es mal so, wie drücke ich mich jetzt, hat gewählt aus, dass es nicht so unverschämt klingt. Verrückten meinen, man müsste täglich vloggen. Sag mal, hab viel Spaß. Geht hier mein Telefon schon wieder. Moment, ich muss unterbrechen. Bis gleich. So, wisst ihr, wer von uns den schönsten Job hat? Die Steffi. Na, eigentlich der da. Aktenwächter. Aktenwächter vor dem Handhund, ha? Hundi. Hundi. Ich hab schon den besten Job. Naja. Wenn sie mal an, ne? So, packen, 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 packen. Nein, ich wollte die Pakete backen, aber ich bin jetzt schon rausgeschmissen worden. Schätzchen, komm, wir gehen Kaffee trinken! Steffi! Wir gehen einen Kaffee trinken, bin rausgeflogen. Wie, du bist rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen. Bin vom Backtisch entfernt worden, hey. Hoffentlich machen die das so. Also, wenn es nicht passt, ne, dann kriegt er die private Nummer von der Nicole. Der hat Lecco Mio. So, wer hat das letzte Mal pinselt? Der Vater hat pinselt, also ist der schuld. Der Vater bringt eine. Ey, es ist Holzwerkstatt für Fortgeschrittene, ohne Scheiß so. So, Ronny, pass auf, du bist jetzt live. Also nee, live nicht. Versteht ihr, der lässt uns pinseln und selber hockt er in Portugal auf einer Pferderange. Geht ja gar nicht. So, ihr könnt übrigens, wenn ihr Bock habt, schickt ihr mal Bilder. Am besten per Insta, wie ihr eure Käsebretter einsetzt, weil so viele Käsebretter, was wir jetzt schon verschickt haben, da müssen Bilder entstehen, das gibt's gar nicht. Warte.
Ja, mich ruft er die ganze Zeit an. Nee. Das ist... Ja, da muss ich nochmal schauen. Ach, weißt du was, das war vielleicht vorhin. Da ist ein Schlauch in der Molkerei abgegangen. Da hat er kurzzeitig keinen Luftdruck gehabt. Kann das sein? Ja, dann passt's. Keine Ahnung. Komisch. Okay. Nee, Biogas ist es nicht. Die läuft. Ja. Okay. Tschüss. Auf mein? So, ich pendel echt von Keller zu Laser, weil, ja, ach, das ist, ich finde es so geil, mir macht das so viel Spaß, ey, so viel Freude, da aus am Eichenbrett sowas, so Unikat zu machen. Also das Coolste ist eigentlich, oder das würde ich mir wünschen, wenn ich in 2 Jahren irgendwie ein Bild bekomme, wo du die Schrift fast nicht mehr lesen kannst, weil es fast jeden Tag genommen wird. Das wäre eigentlich das geilste Geschenk, das man einer machen kann. Ein Traum. Ohne Scheiß, ich finde es mega. Ist, wie man sich da immer so freier kann drüber. Ne? Ja, ich finde es so geil irgendwie. Und das ist auch jedes ein bisschen anders, also die Maße und so, das passt alles, ne? Es ist nur halt eine andere Maserung, ein bisschen anders abgeschliffen. Na, das stimmt gar nicht, es ist alles durchgezogen, aber es ist so, ich finde sowas geil. Wenn sowas lebt, das ist mega. Könnte ich mich stundenlang, ich brauche bloß noch Bier. Hallo zusammen, jetzt passt auf. Jetzt geht ein Paket zum Marc nach NRW, nach Goch. NRW weiß ich, wo es ist, aber Goch nicht. Auf jeden Fall ist das Eisfach dann wieder voll und ich kann das vorlesen. Wäre es möglich, das Paket in einem Fahrflug zu packen? Klar. Schöne Grüße aus Goch, NRW und weiter so mit deinen informativen und echten Vlogs rund um die Landwirtschaft. Dass jeder weiß, welche eine Arbeit hinter dem Produkt steckt und deinen Kühen es im Komposteinstall hervorragend geht. Ich selber komme nicht aus der Landwirtschaft, aber unser Sohn ist im dritten Lehrjahr und wird Landwirt. Finde es wichtig, dass junge Leute trotz aller medialen nicht immer richtigen Berichterstattung Bescheid wissen, denn ohne Landwirte gibt es keine Lebensmittel. Sonst machen wir uns da auch noch abhängig vom Ausland. Zur derzeitigen Politik sage ich lieber nichts und es wird immer gelabert und diskutiert und es kommt nichts bei rum. Sage ich auch. Es ist echt kurz vor 12, meine ich. Du hast ja zu allem eine Meinung und verbiegst dich auch nicht, wenn es im Vlog an solche Geschichten geht. Danke und Grüße, kannst du es im Vlog erwähnen oder eine Antwort, wie du das so siehst. Also ich sehe es genauso wie du, da muss mal in Berlin was passieren. Müssen wir doch mal auf die Straße mit den Mistgabeln. Also, dann lasst euch das Eis schmecken und viel Spaß dabei. Abonnier den Kanal! Genau! Ja!
Doch, ich bin ein Leichter. Da geht's mir eiskalt in die Runde, ey. Chili und Currywurst, haben wir das? Hast du das irgendwo? Hab ich doch geschafft. Schatz. Na, das war guter schon. Passt schon, ich wollte schon. Ey, wie du machst, jetzt haben wir so schön, dass du ungefähr Schindel kannst. Ja, weil der Michi der Michi ist. Und ein schwitzender Vater. Wahrscheinlich. Mal schon rum. So, jetzt hat neulich im Video einer gefragt, wieso ich mir das denn immer im Voraus ausdruck, das ganze Zeugsel. Die Problematik ist, dass wir halt drüben, sollen wir jetzt nicht aufpassen, das ist nichts Verdammte, dass wir halt drüben Eis und, also wir müssen es ja vorher vorbereiten, ich kann ja nicht wegen jedem Paket einen Überrenner, sondern meine Mutter macht es hier zusammen, also die ganzen Wurst und Trockenwaren oder jetzt alles verbacken vom Brett, hier, so, und dann muss halt das andere Asche ausgedruckt sein, weil sonst sind wir da nur am Laufen. Also das heißt, ich mache das ja nicht wie Sven, dass ich das Paket frisch kriege, sondern ich drucke mir in der Früh die 30, 40 Stück aus und dann geht es da weiter. Und so machen wir das, bis wir fertig sind. So. Wenn meine Mutter mich schon nicht mehr nennt, wird es kriminell. Warte mal, hast du das Messer da? Ja. So, und weil die Bier alles, was zu backen drüben hat, muss ich wieder metzgern. So, es geht zum Daniel. In die Au! So, der Schnipsel ist, ich bin ein geretteter Karton. Gerettet vor dem Schredder, ohne vorher jemals zum Einsatz gekommen zu sein, für dich und deine Umwelt. So schaut's aus. So wie es ausschaut, wir müssen mal wieder neue Karten ziehen, oder? Kiloweise Liebe haben wir aktuell. Die nächsten machen wir dann mit. Was haben wir denn noch alles? Luftballon, was wir alles haben. Viel zu viel Licht da in der Ecke rum.
Ich muss nämlich wieder Klebeband bestellen, so wie es ausbaut. Das ist aber scheiße. So geht es nicht. So, jetzt aber. So. Wo ist der? So, und darum haben wir da so gesucht immer da. So, rosa Kuhmütze, schwarz und Set Käsemesser. Heute Witzka. Geht zum Olaf. Das haben wir auch schon mal. Olaf, du hast auch schon mal bestellt. Nach Lockstedt. Hast du schon wieder ein Set? Ich hab nichts mehr. Die 7138. Das ist fertig. Hast du, schon, du hast doch schon eins mit. Da ist das schon unten, oder? Die sind alle fertig. Oder muss ich. Bin jetzt durch. Ja, wo haben wir denn das wieder gehabt? Sag mal, fast vor. Am Arsch, ey. Erik, oder? Leck mich am Arsch. Ja, ja. Was, Erik? Was? Diese Teile braucht man die? Ja. Guten Morgen! Oh Mann, was war denn das gestern für eine Schickerei? Und heute wird es ja noch schlimmer. Ich habe Joghurt abgefüllt, bin gestern Joghurt beimpft, bin am Sofa eingeschlafen, vergessen es rüber auszumachen. Kannst du dir nicht vorstellen, was die letzten Tage los war? So, jetzt halt, Achtung, mit offener Klappe, weil man sonst nichts sieht. Last Minute Event Kalender! Yeah! So, warum ich so überdreht bin, ist ganz einfach zu sagen, das hältst du nicht anders aus. Wenn solche. Wie unsere WhatsApp-Gruppe ist eine Katastrophe, die dümmsten Ideen von allen. Unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Jeden Tag gibt es jetzt sowas. Oh Mann! Es wird lustig, es wird echt lustig da. Naja, wir werden sehen. So. Muss ich da erstmal vorsichtig gucken, ob das alles passt. Ist da wieder rumfischbar, ey. Unglaublich. Das ist Cut nach Zahlen. Naja, egal. Was macht man denn alles für die Conrados?
Ja, hör doch. Ich sag's euch. Da. Hallo? Hallo! Ja, da. Steck ein. So, noch gleichen. Ende Gelände. Dann noch Biogas noch sauber. Weil wir haben irgendwie immer was in der Biogas sauber zu machen. So. Abfall. Hey, ich brauche jetzt einen großen Staubsauger. Weil am Montag muss es hier innen blitzen und glänzen und keine Ahnung was noch alles, weil ab dann ist Kabel 1 wieder da zum Drehen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie wir es am sinnvollsten machen. Ich will ja neben dem Spinnerblock noch andere, also den normalen Block weiter produzieren. Ne? Also das sind wir ambitioniert, ne? So, brauchen wir noch dünnes Material. Dünn, 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 dünn. Und dann geht's weiter. Ah, ich muss hier unbedingt mal. Ich muss hier mal ein Glas Schiff machen. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Eigentlich muss der Laser jetzt für die nächsten Tage Vollgas durchlaufen. Ich habe hier im Hintergrund noch Bretter. Ich habe noch zwei Auftragsarbeiten, die ein wenig länger dauern. Irgendwie ist viel zu tun und ich hätte einen größeren Laser braucht. Das habe ich jetzt schon gesehen. Oder ein wenig steigern, damit ich ein wenig schneller fahren kann. Ja, wisst ihr, wie das ist? Passen durch nie, ne? So, so machen wir das. Guten Morgen! So, das geht los hier. Die Zahlen noch. Mehr brauchen wir da für 3 Adventskalender. Dreiviertel Stunde, also. Hey, auf dieses Kurzgeflocke, ne? Oh, ich war ja jetzt schon wahnsinnig. Ich bin noch den ganzen Tag am Hinterher, ne? Ohne Scheiß, zwischen Laserproduktion und Schreibtisch. Das ist unglaublich. So, Auftragsarbeit Nummer 2 für heute erledigt. Ich weiß ja ernsthaft nicht, ob ich Lasermeister oder was weiß ich bin. Irgendwie manchmal, ey, mit Landwirtschaft hat es echt nichts mehr zu tun. Es ist unglaublich. So, jetzt haben wir noch was Neues. Das ist geil, das ist richtig geil. Das Schlimme ist, unser Schreiner kommt die ganze Zeit so mit irgendwelchen Teilen zu uns. Hey, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Sag ich, ja, machen wir. Unglaublich. Unglaublich, echt. So, schnell einrichten. Dann tingeln wir da unser Logo drauf, oder? Oh.
So, warte mal, das müssen wir anders machen. Das müssen wir doch anders machen. So, dass mir das sonst kann.